Hi, ich bin Tobi. Eigentlich bin ich total normal. Jedenfalls bevor ich diesen Mega-Flash hatte. Jetzt bin ich so eine Art wissenschaftlicher Überflieger. Das Problem ist nur, Elisabeth ist das auch. Er ist okay. Was kann ich denn dafür, wenn der im Weg steht? Garf, du verlässt jetzt das Spielfeld. Wow, cooler Stunt, Dina. Du kannst mir nachher einen Milchshake ausgeben. Im Sport werde ich nie gut sein. Es sei denn, du erfindest was für mich. Sowas wie motorisierte Schuhe. Auf keinen Fall. Ach, komm schon, du bist doch ein Genie. Wenn du willst, kannst du alles. Ich will überhaupt nicht alles können. Warum denn nicht? Du hast doch diese Gabe. Wenn dir das passiert wäre, würdest du nicht so reden. Also vergiss es. Jetzt fängst du auch noch an. Alle Mädchen hier in der Schule sind scharf auf Sean Banks. Yeah! Wenn du so dicht neben mir stehst, denkt er, wir sind zusammen. Zusammen? Was? Sei still. Da kommt er her. Hi. Hast du das gesehen? Ja, er hat mehr Zähne als ein Rottweiler. Hallo, Toby. Hallo. Quatsch ihn doch einfach an. Alles klar. Mach ich. Ich hab dir beim Training zugeguckt, Sean. Ach ja? Du bist echt ein guter Kapitän. Du wärst ein genialer Klassensprecher. Ehrlich? Ich würde dich sofort wählen. Das darf nicht wahr sein. Ich sag's doch. Alle Mädchen in der Schule. Oh, ja, ja. Sean Banks als Klassensprecher? Du solltest kandidieren. Das wäre echt super. Das nackte Grauen wäre das. Wie bitte? Nenn mir einen Grund, warum ich nicht als Klassensprecherin kandidieren sollte. Weil kein Schwein dich wählen würde. Weißt du was, Verity? Ich glaube, ich kandidiere jetzt doch. Er ist einfach niedlich. Wieso machen die Mädels bei mir nie so einen Zirkus? Verlang jetzt nicht, dass ich darauf antworte. Mr. Banks, halten Sie das hier für einen Sportplatz? Nein, natürlich nicht, Sir. Wenn ich den Fußball noch einmal in meinem Unterricht sehe, wird er konfisziert, klar? Also, kommen wir zur Sache. Ich würde gern erfahren, wen ihr als neuen Klassensprecher nominieren wollt. Dieser Posten ist verantwortungsvoll und hat sehr viele Vollmachten. Deshalb sollte man ihn nicht zu leicht nehmen. Also, wer fängt an? Ich schlage Elizabeth Hawke als Klassensprecherin vor. Über meine Leiche. Sonst noch weitere Vorschläge? Also, dann bleibt es wohl bei Elizabeth. Halt! Ich schlage Sean Banks vor! Wow, danke! Hey, klar, Sean, du bist der King. Wähl die Nummer 1, Sean Banks! Hey, also, wenn ihr das echt wollt... Ruhe, jetzt still! Ruhe, Schluss! Sean Banks doch nur vorgeschlagen, um mich zu ärgern. Das weiß ich genau. Warum hasst du sie eigentlich so? Weil Toby auf sie steht? Toby steht ganz sicher nicht auf Dina. Also echt, so bescheuert ist er nicht. Obwohl er mich nicht mal bemerkt. Das ist ja nichts Neues. Ich meine, schon im Kindergarten warst du in ihn verknallt und es hat ihn nie interessiert. Warum soll das jetzt anders sein? Weil ich mich verändert habe. Darf ich auch? Die Farbe ist so toll. Nimm ruhig, steht dir sowieso nicht.
Noch mehr Make-up? Das würde dir auch ganz gut tun. Nein, danke. Ich sag's ja nicht gern. Aber die Mühe hättest du dir sparen können, weil wahre Schönheit kommt nämlich von innen. Ach, übrigens, ganz nebenbei, die Nummer mit der Klassensprecherin kannst du dir abschminken. Jetzt, wo Sean aufgestellt ist, hast du leider keine Chance. Ja, träum nur weiter. Der ist genauso ein Loser wie du. Er ist wertvoller und netter, als du es jemals sein wirst. Nett? Wer interessiert sich schon für nett? Wenn ich erst Klassensprecherin bin, dann hast du es nicht mehr nett. Da kannst du Gift drauf nehmen. Den werde ich zeigen. Und? Was hast du jetzt vor? Ich werde diese Wahl gewinnen. Und ich weiß auch ganz genau wie. Hast du echt in dieser Saison noch kein Tor durchgelassen? Das ist doch bestimmt ein Rekord, oder? Ja, kann sein. Du musst ja irre Reflexe haben. Ja, ich habe wohl geschickte Hände. Wahrscheinlich trainierst du ganz schön viel. Du könntest heute Nachmittag ja mit zum Training kommen. Nur wenn du mir vom Platz aus auch mal zuwinkst. Und vielleicht könnten wir uns ja hinterher treffen. Ja, vielleicht. Hey, Dina! Genial, unseren Superschorn vorzuschlagen. Irgendwas musste ich ja machen. Ja. Allein die Vorstellung, dass diese Natter an die Macht kommt. Egal, gegen Sean hat die nicht die geringste Chance. Oh, das sieht sie aber ganz anders. Wer wählt die denn schon, hä? Kein Schwein. Ehrlich, die hat's voll auf Ärger angelegt. Du hast sie doch nicht noch provoziert. Nein. Ich hab nur gesagt, dass Sean viel netter ist als sie und dass sie nicht den Hauch einer Chance hat. Oh, klasse. Was können wir denn jetzt tun? Aufpassen. Sie ist schlau und sie ist sehr gerissen. Wem sagst du das? Da ist er. Wofür ist denn das? Das wirst du schon sehen. Egal, was du vorhast, du musst dich tierisch beeilen. Ich muss mich konzentrieren. Sie kommen. Stell dich vor mich und lenk sie ab. Was macht denn unser Gruselpärchen da? Das gefällt mir ja gar nicht. Hier können die nichts groß unternehmen, wenn alle zugucken. Deine Haare sind toll. So schön blond. Hey, Sean! Fang! Runter! Fang ihn doch! Ich hab ihn! Vorsicht! Ich krieg ihn! Oh, Mann. Oh, Sir, das tut mir leid. Ich weiß echt nicht, was da los war. Ich hatte Ihnen verboten, den Ball hier in die Klasse zu bringen. Ich hatte Sie gewarnt. Stimmt's, Mr. Banks? Aber das war ich nicht, er ist... Für alle hinsetzen. Wie sieht es denn hier aus? Was für ein Chaos. Ja, und weil Mr. Banks weniger Grips bewiesen hat als eine Amöbe, lehne ich seine Kandidatur als Klassensprecher ab. Aber das ist nicht fair! Da es nur noch eine weitere Kandidatur gibt, erkläre ich Elizabeth halt! Ford zur neuen Klassen... Ich nominiere mich selbst! Das kann sie doch nicht machen! Und ob, wir leben in der Demokratie! Na schön, ich nehme die Bewerbung an. Die Wahl wird wie geplant stattfinden. Anti-Haftspray? Hast du doch gesehen. Er beseitigt jede Reibung. Das heißt, alles, was ich damit einsprühe, wird schön gefährlich glitschig. Nicht schlecht, was? Psst! Mann, das war voll der Wahnsinn. Die hat Sean abgesägt. Die hat irgendwas mit dem Ball gemacht, aber was? Wenn ihr mir was zu sagen habt, sagt es mir doch ins Gesicht. Mit Vergnügen. Diese Sauerei vorhin galt doch eher mir als Sean. Alle Achtung, dein Ego ist bewundernswert. Das ist nicht mein Ego, das ist Fakt. Ich kann dir auch sagen, warum alle für mich stimmen und nicht für dich, weil sie mich lieber mögen. Diese Wahl werde ich gewinnen. Das kannst du gerne versuchen. Lass sie in Ruhe. Halt du dich da raus, Tobi. Gegen dich habe ich nichts. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich meine Kandidatur schleunigst zurückziehen. Letzte Warnung. Ich
keine Angst vor Elizabeth. Das solltest du aber. Du hast dann schon noch gesehen, wie die ihre Gegner wegfegt. Habt ihr eine Idee, womit sie den Ball so glitschig gemacht hat? Keine Ahnung. Kannst du nicht einfach deine Genienummer abziehen? Ich bin kein Genie. Na, also, Dinosaurier-Klonen, Erdanziehung außer Kraft setzen, sowas nennt man... Ich sag's doch, das ist echt eine Gabe. Nein, das ist es nicht. Das passiert einfach in meinem Kopf. Okay, dann schalt deinen Kopf ein und krieg raus, was ich vorhabe. Ich kann das überhaupt nicht beeinflussen. Das passiert, wann es will. Und außerdem macht das alles noch viel schlimmer. Besser, du verzichtest. Vergiss es. Egal, was sie anstellt, diese Wahl werde ich auf jeden Fall gewinnen. Und ihr beide helft mir dabei. Du spinnst doch. Im Ernst? Tja, morgen um diese Zeit, da habe ich gewonnen. Und dann zeige ich allen, was eine gute Klassensprecherin erreichen kann. Und was ist, wenn Dina gewinnt? Nach meiner Warnung? Die traut sich nicht zu kandidieren. Die ist ziemlich stur. Nee. Sie weiß Bescheid über meine Kräfte. Und sie weiß auch, dass ich sie anwenden werde. Dina, ich sag allen, dass sie dich wählen sollen. Oh, danke schon. Wir glauben alle, dass du eine bessere Klassensprecherin bist als Elizabeth. Ja, auf jeden Fall. Auf geht's. Es gibt noch einiges zu tun. Das ist das klasse. Ihr stimmt doch für Dina, Mädels, oder? Klar. Wenn du das sagst, schon. Das ist nett von euch. Die Sache ist gebongt. Ich wusste gar nicht, dass hier jetzt Kunstunterricht ist. Tut mir leid, Sir. Das sind nur meine Wahlplakate. Hm. Ich räume das hier gleich weg. Oh Mann. Ich dachte, Sie wollten den Saustall aufräumen und nicht noch schlimmer machen. Das war lächerlich. Von dem bisschen Farbe lasse ich mich doch nicht abschrecken. Wenn du schlau bist, schon. Weißt du, für ein Genie bist du ganz schön beschränkt. Das war nur eine kleine Warnung. Ich kann dich jederzeit fertig machen, auf jede Weise. Und das tue ich auch. Also gib lieber auf, bevor es richtig unerträglich für dich wird. In euren Aufsätzen erläutert ihr bitte die von Darwin, Wallace und Lamarck aufgestellten Evolutionstheorien. Ich möchte 1000 Worte. Was machen wir damit? Getippt. Ich muss rausfinden, also womit Elizabeth das so glitschig gemacht hat. Vielleicht können wir sie dann stoppen. Klar, gut. Ihr gebt die Aufsätze Montag ab. Ich habe das blöde Gefühl, dass Dina in Gefahr ist. Und genau darum wirst du ihr jetzt für den Rest des Tages folgen. Ich soll was? Ich versuche dahinter zu kommen und du lässt sie nicht aus den Augen. Cool. Geht klar. Was machst du hier, Russ? Sag lieber, was du hier machst. Ich arbeite hier. So kann man das auch nennen. Tisch 2 und 6 sollten abgeräumt werden. Und 4 wartet immer noch auf die Milchshakes. Also, ich wollte gerade meine Bestellung aufgeben. Und ich wollte mich gerade wundern. Der ist ja heute richtig mies gelaunt. Perfekt. Verfolgst du mich, oder was? Verfolgen? Natürlich nicht. Das ist ein Zufall. Das ist echt einer von diesen komischen Zufällen. Das ist nett von dir gemeint, Russ, aber ich brauche keinen Aufpasser. Tobi und ich haben gedacht, wir behalten dich besser ein wenig im Auge. Für den Fall, dass du... Nein, mal wieder, wer weiß, was versuchst. Entschuldigung. Wenn du mit deinem kleinen Freund genug geredet hast, kriegen wir dann bitte unsere Milchshakes? Eine Katastrophe, der Service hier. Eine Eisschokolade, doppelte Sahne und doppelt Eis.
Hör zu, Russ, bei mir ist alles in Ordnung. Wenn meine Schicht zu Ende ist, dann fahre ich mit den Inlinern die Promenade entlang. Und dann gehe ich nach Hause und fange an zu lernen. Was soll denn da schon groß passieren? Dina! Da wollen wir seine schlechte Laune doch gleich mal ausnutzen. So langsam verdursten wir hier. So, einmal Vanille und einmal Erdbeer. Wie ungeschickt. Wie kommst du an so einen Job? Du bist die schlechteste Bedienung, die ich je gesehen habe. Lass mich eines jetzt hier mal klarstellen. Du kannst von mir aus deine kleinen, miesen Tricks durchziehen, bis du schwarz wirst, Elizabeth. Aber kandidieren werde ich auf jeden Fall. Merk dir das bitte. Wisch das sofort auf. So, jetzt wird sie gefeuert. Du sollst das aufwischen. Ja, gut, aber ich wollte nur sagen... Kein Aberdina. Es reicht, das war nicht das erste Mal. Ich befürchte, wir müssen uns trennen. Siehst du? Oh nein, Ned. Bitte. Ich brauche doch diesen Job. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich verspreche es. Ehrenwort. Na schön. Ich gebe dir noch eine Chance. Aber ich warne dich. Reiß dich zusammen. Das werde ich. Danke. Er hat sie nicht gefeuert. Ich hab's gehört. Und so richtig eingeschüchtert hast du sie auch nicht. Wollte sie nicht nachher noch skaten gehen? Ja. Plan B. Hör zu, ich weiß, du willst noch skaten. Aber du wärst wesentlich sicherer bei mir und Toby. Vergiss es, ich muss einfach noch ein bisschen abschalten. Oh, denk doch mal nach. Elizabeth will dich fertig machen. Russ, jetzt übertreib bitte nicht, ja? Wenn dir nichts Besseres einfällt, als ein paar Milchshakes zu verschütten, brauche ich mir doch wohl keine allzu großen Sorgen zu machen. So gefährlich ist das nicht. Hast du den Rucksack? Ich finde das Teil nicht. Ich habe doch selbst gesehen, wie sie ihn dahin getan hat. Oh. Da ist er. Ja, gut. Gib die Inliner her. Ausgezeichnet. Was macht ihr denn hier? Das ist nur für Personal. Naja, wir dachten, weil unsere Milchshakes so rüde verschüttet worden sind, steht uns eine kleine Entschädigung zu. Schon allein wegen der grauenhaften Bedienung. Elizabeth hat zwei Milchshakes bei Dina geordert und als Dina sie auf den Tisch stellt, macht es Splash und beide klatschen voll auf den Boden. Sind sie weggerutscht? Volle Kanne, Dina wäre fast gefeuert worden. Aber es kommt noch schlimmer. Elizabeth hat gehört, dass Dina noch Inlineskaten will und jetzt brütet sie irgendwas aus. Ich schwör dir, die fühlt nichts Gutes im Schilde. Also, mach jetzt endlich was! Die Milchshakes sind gerutscht? Ja. Antifriktion! Elizabeth hat ein Antifriktionsmittel! Wir müssen sofort hin! Ich verstehe kein Wort! Thank you.
Kannst du sie schon sehen? Nein, aber lange wird's nicht dauern. Gleich wird sie an uns vorbeifliegen. Siehst du sie? Nein! Hilfe! Da! Oh. Dina! Tobi! Hilfe! Was macht ihr da? Zugucken, es ist Showtime! Gute Reise, Dina! Tobi! Zu spät, die ist leider nicht zu retten. Sehe ich auch so. Achtung, alle herhören. Eure neue Klassensprecherin ist... Danke vielmals, Russell. Die neue, mit überwältigender Mehrheit gewählte Klassensprecherin ist... Dina Demiris. Die kann sich vielleicht auch was gefasst machen.